Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Wir stellen heute Nachforschung an im Gerichtshof, um herauszufinden, wer jetzt eigentlich der Kopf der Schlange ist. Der kleine Halunke oder die Halunkin? Das Halunkes? Wir wissen es nicht. So. Müssen erstmal auf die andere Seite der Mauer kommen. Oh Gott. Ist hier keine Tür? Weißt du was? Wir dürfen das. Ich habe einen Darfschein. Einmal hier rüber und hopp. Oder wir gehen einmal kurz die Scherben. Weißt du was wir machen? Vielleicht schaffen wir beides. Moin! Das hat wehgetan. Springen die hinterher? Schade. Das wäre natürlich zu cool, wenn die jetzt noch hinterher gesprungen wären. Entschuldigung. So, wir machen jetzt Nachforschung hier am Gerichtshof. Dann gehen wir einmal die Scherben eintauschen gegen Rüstung und schauen mal, was die Rüstung alles an Fähigkeiten bietet. Auseinander, Kinder! Auseinander! Ich misch da gleich mit, doch. Manchmal musst du echt einen auf, so wie früher, weißt du, die alten Opas. Das, in der Regel, das funktioniert, das wirkt. Wir haben hier in 88 Metern auch noch eine geile Kiste. Sei meine Augen, Kido. Nein, es ist zu gefährlich, Enkidu. Was hat der Vogel sich dabei nur gedacht? Hat er den Bogenschützen nicht gesehen? Ich denke, der hat Adleraugen. So, die Tür wird ja wahrscheinlich zu sein. Bis hier darf ich definitiv hin. Da haben wir den Bogenschützen. Ich darf bestimmt auch... Nee, ich darf nicht in den Innenhof, ne? Aber hier außenrum können wir noch gehen. Ich würde gerne den Bogenschützen wegnehmen, damit Enkidu uns zeigen kann, wo wir... Darum erzählte mir mal, dort könnte das Volk sich beschweren, wenn eine Rechtsprechung Unrecht war. Oh. Hab dich nicht gesehen! Jö. Der Masalim-Gerichtshof ist nicht weit. Darwish erzählte mir mal, dort könnte das Volk sich beschweren, wenn eine Rechtsprechung Unrecht war. Theoretisch war das ein Unfall. Einst, das Wesen eines Mannes offenbart sich jenen, die unter ihm... Du solltest da rüberspringen, du Idiot! Basim? Lass los! Nein, geh da runter! Geh runter, bitte! Basim, hau da ab! Jetzt mach einmal, was ich dir sage. Einmal. Lass mich nicht im Stich. Komm schon. Mein Vater sagte einst, das Wesen eines Mannes offenbart sich jenen, die unter ihm arbeiten. Oh mein Gott. Sie müssen den Statthalter besser kennen als andere. Der Junge macht mich fertig. Gerade in so einer Situation macht er mich fertig. Ich spring da nicht rüber. Ich könnte auch runterspringen auf diese kleine Mauer, die da ist. Ich hänge hier an der Kante fest. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, also. Versuch Nummer 2. Zumindest können wir jetzt hier oben hin, ne? Wir haben jetzt tödliche Pfeile. Huch. Ach nee, wir haben gar keine tödlichen Pfeile. Wir haben ja, der ist in Rage. Kann er mich sehen? Nee, ne? Okay, also er schießt auf seinen Kumpan, aber er ist nicht der beste Schütze. Schade eigentlich. So oder so ist der Bogenschütze weg. Es kam jetzt anders als gedacht, aber
Ich sag mal, das Endresultat ist das, was wir uns vorgenommen haben, ne? Der Himmel ist wieder sicher, Sadiki. Zeige mir alles. Ja, gut. Das lief jetzt anders ab, aber es hat funktioniert. Die müssen wir bestimmt ausspähen. Oh, Kiste. Mal gucken, ob wir das mit den Scherben diese Folge schaffen. Es wäre auf jeden Fall cool. Okay, ich würde sagen, als erstes holen wir uns die Kiste. Hier ist auch gar nicht so viel los, ne? Mit wem? Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht verfügbar. Please hold the line. The person you're calling is not available. Dab, dab, da, da, dab, dab, da. Ein kleiner Spaziergang. Okay, da unten ist noch einer. Der könnte das jetzt sehen, wenn wir ihn wegnehmen. Nein. So, die Tür ist verriegelt. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwo ein Fenster haben. Hier. Hilfsmittel aufgebaut. Achso. Na. Quasi. Danke. Look, Mami, I'm Spider-Man. Schön. Ich bin festgebackt. Das kann nicht wahr sein. Aha. Es gab doch noch... Ich sehe gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Was ist das für ein Lichtstrahl? Ja. Es gab doch noch Hoffnung. Also wir haben es geschafft, doch noch hineinzukommen. Ach ja. Das ist doch... Naja. Wir sagen da nichts zu, ne? Ist ja trotzdem ein geiles Spiel. Aber das Spiel selber finde ich sehr gut. Basim und ich haben unsere Meinungsverschiedenheiten. Ja, wir arbeiten nicht unbedingt 100% Hand in Hand, aber... Es klappt ja doch, ne? So, die Wachen haben wir alle weg. Eine Kiste war hier noch. Oder nicht? Nee, das war die einzige Kiste. Okay, wir haben jetzt noch die Wachen da unten. Wo finde ich denn jetzt hier Beweismittel? Enkidu, hilf mir doch mal. Doch, hier ist noch eine Kiste. Aber das sind Hilfsmittel, glaube ich. Hier könnten auch Hilfsmittel sein. Ich glaube, ich muss die da ausspähen. Also angezeigt wird mir zumindest nichts. Okay, wir gehen mal hier runter. So sehr habe ich gelacht. Übrigens, den Lehrer, den du empfohlen hast, habe ich nie gefunden. Ich hoffe, der Hund hat dafür bezahlt. Nicht cool. Hallo. Ja, ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt gerade. Aber ich wurde leider gesehen. Okay. Irgendwelche Beweise? Oh. Also hier hätten wir noch eine Kiste Hilfsmittel. Können wir wieder auffüllen. Und, wo war's? Da war's. Ja, wir haben nichts zu verschenken. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Aber ich weiß nicht, wo...
Doch, da unten. Da ist eine verriegelte Tür. Auch wieder mit einer Kiste. Dann denke ich mal, dass wir da irgendwo Beweise finden müssen. Ich schlage auch nicht jede Bestechung aus, aber damit in aller Öffentlichkeit zu prahlen? Kann ich mich hier hinsetzen? Nee. Hast du sein Urteil gehört? Lächerlich. Er hat die Schrift völlig falsch ausgelegt. Das war ein offensichtlicher Fall falscher Rechtsprechung. Okay, von hier aus kann ich nichts belauschen. Die Tür war verriegelt. Der Mann verbreitet Gerüchte so schamlos wie ein Zughändler. Da können wir gleich lesen. Da müssen wir hin. Mit dem sprechen. Okay. Richter und Rechtssystem. Wurde einem ein Unrecht oder eine Kränkung angetan, suchte man den Kadi, geistlichen Richter, auf. Seine Aufgabe bestand darin, mit Hilfe der Scharia, bestehendes Recht, den Frieden unter den Muslimen zu bewahren. Zu diesem Zweck konnte er Urteile in jedem Bereich fällen, von Schulden bis Erbstreitigkeiten, von Diebstahl bis Ehebruch. Jeder freie, geistig gesunde und erwachsene muslimische Mann konnte Kadi werden. Er musste sich nur an den Schulen für Erwachsene, die sich überall in der Stadt fanden, in islamischen Wissenschaften bilden. Dann konnte er der Moschee oder von zu Hause aus Recht sprechen. Dort wartete er auf Kläger, die ihre Fälle vorbrachten und bestritten. Beide Seiten konnten Zeugen sowie B- oder entlastende Schriftstücke präsentieren. Vergangenen islamischen Urteilen entsprechend fällte der Kadi dann das Seine. Entschuldigung. Gegen diese Entscheidung konnte kein Widerspruch eingelegt werden. Je nach Verbrechen stand die Strafe entweder fest oder war Ermessensfrage. Einen Nachbarn zu verleumden, konnte zu 80 Peitschenhieben führen, während es 5 Kamele kostete, jemanden am Kopf zu verletzen. Kadis waren auch dafür zuständig, vor Ort zu bestätigen, dass die Entscheidungen des Kalifen der Scharia entsprachen. Sie konnten somit Gesetze des Kalifats anfechten, wenn diese den religiösen Gesetzen widersprachen, um religiöse Autoritätspersonen unter Kontrolle zu halten und den Einfluss von Kadis einzuschränken, setzten Kalifen verschiedene Methoden ein. Eine davon war der Mazalim-Gerichtshof, dessen Richter vom Kalifen bestimmt wurden. Das heißt, ich habe einmal einen religiösen Richter gehabt und wenn mir als Kalifen das nicht gepasst hat, dann habe ich einfach einen anderen Richter, der die gleiche Meinung hat wie ich, eingestellt. Ja? Und der hat mich dann vertreten. Schön. Demokratie ist doch was Herrliches, oder? So, Denunzierung. Verehrte Richter des Mazalim-Gerichts, ihr habt kürzlich mein Dorf besucht, um die Arbeit eines gewissen Kadi zu untersuchen, dem eine ungeheuerliche Bestechlichkeit zur Last gelegt wird. Ihr solltet wissen, dass er sich am Tag eures Besuchs als Händler verkleidet hat, um auf dem Marktplatz lauthals ein Loblied auf sich selbst zu verbreiten. Lasst euch von diesem Schauspiel nicht täuschen und lasst euch nicht von ihm bestechen. Das wird der gute Mann gewesen sein, der da hinten gequatscht hat, den wir da belauscht hatten. Der Lauf der Gerechtigkeit. Erlass. Der angeklagte Kadi hat sich der ungeheuerlichen Rechtsbeugung zur eigenen Bereicherung schuldig gemacht. Dieses Gericht kam daher zu der Überzeugung, dass ihm der Rang eines Kadi entzogen werden sollte, damit Recht und Gesetz nicht weiter von ihm fehl ausgelegt und missbraucht werden können. Adil ibn Munzif. Das ist schon... Das ist interessant, ne? Sei gegrüßt, Sayyidi.
Sag, dürfte ich dir vielleicht ein paar Fragen zu Statthalter Muhammad ibn Tahir stellen? Ich werde nicht unterbezahlt, um Fragen zu beantworten. Ich schlage vor, du gibst mir einen Anreiz, sonst... Ich finde schön, dass da keine Korruption herrscht. Also das ist ein ganz ehrliches Land. Würdest du dieses Zeichen der Wertschätzung eines einfachen Bürgers annehmen? Als Anzahlung, ja. Du verhandelst wirklich hart. Zu hart. Warte! Ein Rivale hat Schriftstücke entdeckt, durch die ich selbst hier vor Gericht kommen könnte. Bring sie mir und ich beantworte deine Fragen. Ich sehe, was ich tun kann. Das heißt, hätte ich dem jetzt noch eine Münze gegeben, hätte er zwar mit mir gequatscht, aber ja, ich war schwierig. Okay, also jetzt müssen wir hier rein, ja? Und dann müssen wir den bestechen, indem wir ihn seinen Kram bringen. Aber wie komme ich da rein? Übergabe von Beweisen. Es wird erlassen, dass es allen Amtsträgern des Gerichts strengstens verboten ist, Beweise für Bestechlichkeit bei sich zu tragen oder in privaten Schreibstuben aufzubewahren. Alle Beweise müssen in dem dafür vorgesehenen Platz über dem Gericht aufbewahrt werden. Insbesondere müssen unrechtmäßig erworbene Gewinne ausgehändigt werden, auf dass sie nicht wieder in falsche Hände geraten. Dieses Gericht muss Bestechlichkeit bekämpfen und ihr nicht selbst zum Opfer fallen. Das läuft ja bis jetzt ganz gut. Also das Schreiben hat viel bewirkt. Also ich bin der Meinung, dieses Schriftstück hat Gehör gefunden. So. Wir gucken nochmal. Wir gehen jetzt nochmal hier oben lang und gucken, ob wir drüben auch runter können. Hey, irgendwie muss ja ein Weg nach... irgendwie muss ja ein Weg nach unten führen. Wo kam der denn her? War der vorhin auch schon da? Bin mir nicht sicher, sind die cool mit mir? Allah verfluche dich! Abu Abdullah sollte wegen Verrats angeklagt werden. Wäre er in meinem Gericht. Ein kleines Übel für das Allgemeinwohl. Schweige besser. Ja, eine schöne Goldvase da. Geschmack. Alter, guck mal, wie die sich abhebt von dem anderen ganzen Gold, was hier drin steht. Jetzt haben sie mich eh schon gesehen, ne? Habe ich mich erschrocken. Ihr habt nichts gesehen, klar? Ihr habt nichts gesehen. Ich bin Batman. Oh, warte mal. Beweise für Bestechlichkeit. Mein Freund, deine Lage ist besorgniserregend. Du scheinst mir das Opfer einer regelrechten Fehde zu sein. Es ist eine Schande, dass derlei Hetze sich hinter den Roben von Richtern versteckt. Der Weg der Gerechtigkeit war immer schon ein steiniger, doch Großzügigkeit kann helfen, ihn zu ebnen. Solltest du in dein Herzen sehen und dort eine solche Freigebigkeit finden, werde ich tun, was in meiner Macht steht, um Gerechtigkeit zu dienen. Majid al-Kadab. Okay. So, einmal hier rüber. Wir geben dem jetzt ein bisschen Beweismittel. Hier, bitteschön. Was du wolltest. Und erhoffen eine Gegenleistung. Also, was weißt du über den Statthalter? Er wird gefürchtet, geachtet, hat sich ganz Recht und Ordnung verschrieben. Das ist alles, was du weißt? Du arbeitest hier. Und Muhammad ibn Tahir hat einen Sitz am Gericht. Dafür müssten wir ihn oben runterhalten, ne? Aber er hat Spitzel hier. Vom Gebäude. Jeden Mittag eilt einer von ihnen zu ihm. Und nun, guten Tag. Das ist alles. Das ist alles, was er mir sagen kann, nachdem ich ihm Geld gegeben habe. Oder eine Münze. Ja. Und ihm seinen dreckigen Scheiß besorgt habe. Da kann der mir nicht mehr nennen.
Dieser Bote könnte mich zur Arbeitsstätte des Statthalters führen. Und zu den Geheimnissen, die es dort geben mag. Ganz ehrlich, ich müsste den Typen, müsste ich hier hochschleppen, die Mauer runterhalten, müsste ihn anschreien und loslassen. Das ist so frech. Ich gehe davon aus, er darf mich nicht bemerken. Oh, ein bisschen naschi-naschi. Dreht er sich um? Ich sehe nix. Da. Jetzt aufpassen, Basim. Keine Fehler mehr. Okay. Habe ich was Falsches getan? Ich glaube, hier ist auch wieder ein Plakat. Da wurde nämlich gerade abtrünnig über mich geredet. Aber für das Plakat haben wir jetzt leider keine Zeit, also da kann ich jetzt nicht nachgucken. Ja, okay. Nicht gut genug. Morgen also. Und dann darf ich mich nicht sehen lassen. Er hat sich doch nochmal umgedreht. Na gut. Hat er sich nochmal umgedreht, kann man nichts machen, ne? Da kann man leider nichts machen. Er hat sich nochmal umgedreht. Ich habe gedacht, da kommt nichts mehr. Ah, hier ist kein Plakat. Oder haben die mich beim Klauen gesehen? Ich meine beim Kontrollieren, ob der Gewichtsbeutel auch nicht die höchst zugelassene Gewichtsmenge überschreitet. Oh, wir versuchen es nochmal. Meditieren. Aufmerksamkeit meiden. Ja, wir bleiben erstmal sitzen. Aber ich meine, da gehen tausende Leute durch die Straßen, ne? Und niemand ist suspekt für ihn. Aber wenn er uns sieht, weiß er direkt Bescheid, was wir vorhaben, dass wir ihn beschatten. Er geht einen anderen Weg, oder? Er schleicht durch die Büsche. So, jetzt müsste er sich ja mit den beiden Damen unterhalten. Ja, ich gehe jetzt gleich ein bisschen petzen. Ich habe das ein oder andere gehört. Ja, aber kontrollieren. Keiner mehr da. Ich darf dabei nicht erwischt werden. Niemand darf wissen, dass ich eine Petze bin. Ich komme nicht raus. Hä? Wo ist denn dieses Plakat? Ich finde das jetzt auch nicht cool, dass die anfängt hier rumzubrüllen. Ja, ich gehe mal hier rein. Sicher ist sicher. Okay, die Luft ist rein. Was ist denn das?
So einfach wirst du mich nicht los. Ja, ein bisschen drauf achten. Ich sehe jetzt nicht, wo er hinguckt. Das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Mensch, halt ein Sappel. Tut es nicht. Vielleicht wäre es besser, über die Dächer zu gehen, ne? Aber wenn er die Seiten wechselt, bringt mir das nicht viel. Oh, hier ist noch ein Punkt, mit dem ich nicht synchronisiert bin. Oh, ich darf da nicht rein. Ja, kein Problem. Wo ist er hin? Habe ich dich doch glatt aus den Augen verloren. Ist nicht dein Ernst. Da hinten. So. Kleinen Schritt schneller gehen. Okay, da vorne ist er. Oh, was ein Rüpel, der hat die Frau geschubst. Dachtest wohl, du wärst mich los. Das geht ja gar nicht. Also so ein Verhalten, so respektlos. Darwish warnte mich immer, dass ich vor der Shorta enden würde. Wer hätte gedacht, dass ich freiwillig reingehe? Ja, es ist natürlich wieder so ein Palast, ne? Mit 1000 Wachen. Ein Palast mit 1000 Wachen. Wir investieren einmal schnell die Fertigkeitspunkte. Okay, wir könnten besser klauen oder zusätzliche Hilfsmittelerweiterung. Wir haben... Oh, wir haben 10 Punkte. Pass auf, wir nehmen einmal hier das mit. Das kostet 2. Nehmen wir auch mit. Dann können wir diese komischen Bomben oder Minen oder was das sind, uns mal aneignen. Mit Hallo. So. Sinnesschärfe. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier komplett runter. 2 Punkte haben wir noch. Das kostet auch 2. Gut. Da haben wir jetzt aber gut investiert. Okay, hier müssen wir reinkommen. Ich gehe mal davon aus, wollen wir das jetzt noch schnell lesen oder nicht? Ja, ich darf da nicht einfach reingehen. Haben wir einen Bogenschützen? Diese Frage hat sich denn erledigt? Sagen wir lesen das einmal. Das jetzt rauszusuchen, das wäre ja ein Krampf. Finde die Arbeitsstube des Statthalters. Dafür müssten wir einen Weg nach drinne finden. Ein Weg nach drinnen. Nur mal so ein bisschen grob schon mal gucken. Wir können Enkidu ja leider nicht rufen wegen dem Bogenschützen. Ist hier viel los? Hier ist gar nichts los. Würde ich keine Synchronisationspunkte verlieren? Würde ich sie jetzt hinrichten.
Aber der Vorteil ist natürlich, wenn sie mich hier so anpöbelt. Ja gut. Könnte ja ein Plakat in der Nähe sein, aber es kann natürlich auch sein, dass die einfach nur gesehen hat, dass ich da reingegangen bin. Wenn die jetzt nur gesehen hat, oh, der ist in ein verbotenes Terrain gegangen. Weil ohne Plakat erkennen die mich doch nicht, oder? Aber woher wissen die das immer? Ich kann mich täuschen, aber ich bin der Meinung, hier hängt gar nichts. Okay, also auf der anderen Seite... Das wäre mir zu teuer. Auf der anderen Seite wäre natürlich jetzt sinnvoll reinzugehen, weil da ja nichts los ist. Aber ich würde vorher schon mal das Plakat entfernen. Ah, hier vorne. Damit, wenn ich wieder erwischt werde bei irgendwas, ich nicht gleich auf Stufe 2 bin. Ja, fürs Protokoll. Oh, das hat er mir gar nicht erzählt. Ja, ich denke auch. Wir sollten sein Haus anzünden. Gut, dann holen wir uns nächste Folge. Wir holen uns diese Folge. Hier nochmal eben das Artefakt. Das holen wir uns noch, ne? Das ist wieder ein bisschen weg. Dann würden wir uns wieder dem Raum distanzieren. Nee, komm. Wir holen uns nächste Folge, holen wir uns die Information, oder hier die Arbeitsstube des Statthalters. Und ich denke, danach können wir wieder zu Fulat und den nächsten beschatten. Alles klar. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid wieder mit dabei. Ich wünsche euch schon mal frohe Feiertage. Ich glaube, wir sehen uns noch zweimal. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall nicht so viel Weihnachtsstress. Genießt die Feiertage mit euren Liebsten. Wir sehen uns. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.